Willkommen zum SRF-Kultur-Podcast Quotenmänner, wo die Bezeichnung Männer nicht für Männer steht, sondern für eine Form von Menschen. Aber was sind Männermenschen, Michael Schweizer? Eine äußerst interessante Frage, Stefan Büsser. Nun, Männermenschen mögen in diesem Kontext vor allem Nussgipfel und Nussgipfel sein. Nicht ausschließlich als Gebäck, sondern auch als Kunstform in Form von Genuss. Oder wie sehen Sie das, Aaron Herz? Nun, Michael Schweizer, dieser Genuss, wie Sie ihn hier bezeichnen, ist für Menschen östlichen Ursprungs dieses Landes insbesondere dann gültig, wenn gebogenes oder wie wir sagen, Brotwurst mit dem Verzicht von Senf unterstrichen wird. SRF 2 Kultur. Hey, Bro. Oh, Mann. Quotenmänner. Der SRF Satire-Podcast mit dem Aaron Herz, dem Michael Schweizer und dem Stefan Büsser. Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge. Und trotzdem ist es eine ganz andere Folge als sonst. Mhm. Weil es hat Umstrukturierungen gegeben im Haus Schweizer Radio und Fernsehen, kurz SRF. Seit dem 1. April gelten neue Zuständigkeiten. Und wir, und das ist kein Joke, sind neu angesiedelt bei SRF Kultur. Mhm. Ja. Wow. Hättet ihr je gedacht, dass ihr irgendwann in eurem Leben mal Kulturmitarbeiter vom Haus SRF? Kein Moment daran zweifelt. Kein Moment daran zweifelt. Das ist schon etwas, wo man durchaus könnte sagen, es ist mir in die Wiege gelegt worden. Ich freue mich auf die Visitenkarte. Kulturmitarbeiter. Kulturjournalist. Ja. Kulturjournalist. Ja. Mhm. Kulturschocker. Ja. Und eine neue Chefin, Susanne Wille. Jawohl. Liebe Grüße. Jawohl. Grüezi, Frau Wille. Ja. Und Susanne Witzig, wieder unsere Chefin. Natürlich. Ja. Ich find, wobei ich dir. Schwierig, oder? Also, Susanne Witzig, Susanne Wille. Der Susanne-Anteil ist hoch. Ja. Also wir sind Quotenmänner jetzt neu bei SRF Kultur, werden natürlich genau gleiche Inhalte liefern. In dieser Folge reden wir zum Beispiel über Krawall in St. Gall, Schimpf beim Impf und Streik beim Like. Okay, hallo. Kultur halt, oder? Ja. Wir ja. Noch mal schnell über den Open reden, wo SRF Kultur SRF 2 da. Kultur. Das machen wir im Fall nicht mehr. Das sind ja wir. Nur was ich meine, wir irgendwas. So, wie geht's euch, Michael Schweizer? Du, mir geht's hervorragend, muss ich sagen. Ich bin im Campingfieber. Ja, zwei Sonnenstrahlen und es geht schon los, gell? Ja. Nein, folgende Situation. Ich bin ja schon ein paar Jahre immer gern auf Zeltplätzen von dem Land unterwegs. Und normalerweise mit dem Wohnmobil von meinen Eltern. Mhm. Oder? Eltern haben ja Wohnmobiler, oder? Und dann stellst du das irgendwo für 400 Stutz im Monat in eine Scheune rein und dann bleibt das dort 365 Tage im Jahr, oder? Und dann kann man es immer nehmen, wenn man will. Mhm. So kenne ich Wohnmobils von Eltern, oder? Und jetzt das Jahr, oder? Nein, das Wohnmobil besetzt. Die Eltern sind selber unterwegs. Oh, ganz oh. Etwas Neues. Oder? Oh. Oder? Und jetzt tut mich das natürlich, weil ich habe natürlich jetzt meinen Platz schon lange reserviert und so, oder? Und jetzt habe ich kein Wohnmobil. Und normalerweise war das früher einfach so gewesen, ich bin das Wohnmobil von meinen Eltern, habe Crocs, von meinem Vater durch meine Crocs ausgetauscht und habe können losfahren. Oder? Und gemeinerweise haben sie dich nicht gefragt, ob sie ihr Wohnmobil dafür brauchen. Nein, sie hat einfach kein Platz besetzt. Ich so, und jetzt brauche ich Campingausrüstung. Und jetzt bin ich das ganze Osterwochenende bin ich daheim am Computer gekocht, habe Zelt angeschaut und Matratze und Grill und alles mögliche. Und es macht schon noch ein bisschen Spass. Man könnte also einen Haufen krömeln. Man könnte einen Haufen, es braucht dann auch Tisch und Stühle und alles und so. Also du machst ein Downgrading, jetzt wirklich vom Wohnmobil gehst du dann zelten? Ja, ich kaufe mir jetzt nicht ein Wohnmobil. Ja, und vor allem nächstes Jahr kann er es wieder haben, genau. Von den Eltern. Mhm. Ja. Und dann kannst du das Zelt dort reingeben. Nein, ich muss mal schauen. Also vielleicht lehne ich auch einen Teil aus und so, aber ich bin so ein bisschen schauen. Zuerst mal sondieren, was gibt es denn so, was würde mich dann beglücken? Mhm. Oder? So. Und jetzt bin ich im Campingfieber, das macht mir Spass. Mit dem Platz hast du ja reserviert. Und Platz ist ja? Natürlich selbstverständlich. Aber für ein Wohnmobil? Ja, aber ich darf dann auch mit dem Zelt drauf. Da ist viel Raum draussen. Ja. Also jemand, der schon mal auf dem Platz hat dürfen sein, wo er, ich nehme an, wieder den gleichen reserviert Korrekt. Hat, muss ich wirklich sagen, das ist also Front Row, direkt am See, ja. Wirklich schön. Ja. Aber im Zelt schlafen ist schon nicht geil. Also da komme ich dann wirklich nur schnell zum Bier. Du hast ja, wo damals gekommen bist, hast du nicht im Wohnmobil schlafen. Das ist richtig. Du lässt nicht mehr in den Wagen. Nein, ich habe jetzt geschaut. Es gibt, Zelt und Zelt. Oder? Und du ja, der Muammar Gaddafi hat immer so richtig geile Zelt gehabt. Voilà, es geht in die Richtung. Ja. Ich würde dir ein Foto schicken, wenn ich dann mein Camp David aufbaue. Man nennt ihn auch den Diktator vom Lago Maggiore.
Aaron, wie geht's dir? Ja, mir geht's super. Es ist sehr, sehr viel gelaufen diese Woche. Ich war einerseits Gast in einem Podcast, Komiker ohne Grenzen. Ich weiss, ihr beide sind schon gewesen. Ja. Ich war vor einem Jahr gewesen. Ja, völlig. Ich bin jetzt noch der Müll, der hinten an ist. Aber ich erzähle dort, wie es wirklich ist. Wenn ihr wisst, was im Hintergrund läuft, dann hört da Komiker ohne Grenzen. Ich habe es noch nicht gehört. Ich muss noch. Und dann war ja jetzt Ostern gewesen. Also jetzt ist Ostermäntig, aber wenn ihr hört, ist wahrscheinlich nicht mehr Ostern. Und haben mit meinen Kindern da besprechen, was das so ist und was das bedeutet, die verschiedenen Tage, was das so war. Und haben mir da angeschaut, bin recherchieren und habe geschaut, also Gründunstig, letztes Abendmahl, Jesus isst mit seinen Jungs. Ja, so. Wäre heute auch schwierig, oder? Es ist mehr wie 12, es sind glaube 12 Haushalte gewesen. Mhm. Genau. Dann haben wir den Karfreitag, dort war die Kreuzigung von Jesus. Da ist auch der Abstinenztag und jetzt wird es schon ein bisschen schwierig. Dort verzichten wir auf Fleisch. Und zwar, um das Leiden von Jesus nachvollziehen können. Also für uns sozusagen, verzichten auf Fleisch ist etwa gleich wie eine Kreuzigung, wenn da ein paar Leute sagen. Jesus wäre da vielleicht ein bisschen anderer Meinung. Ich weiß es nicht. Dann haben wir keinen Samstag. Dort ist einfach nichts. Das war nichts. Nichts. Dann machen wir einfach mal Pause, oder? Dann haben wir Ostersonntag. Auferstehung. Gemerkt hat das ein Engel, der ins Grab rein ist, schauen und Jesus nicht mehr gesehen hat. Jetzt stellt sich die Frage, was macht der Engel in dem Grab? Ja. Geht er einfach so ein bisschen Gräber öffnen? Ich weiß es ja nicht. So ist es einfach überliefert. Ostermäntig, zwei Jünger haben den Jesus gesehen. Der ist auferstanden. Ah, okay. Und dann bleibt dann noch die Frage, was hat jetzt da für einen Zusammenhang mit Eier, Schokihase und mit dem Datum, wo nicht immer das gleiche ist. Dort bin ich dann gescheitert. Dann musste ich aufgeben. Dann hat mein Sohn eine Theorie gehabt, wieso Jesus vielleicht gekreuzigt worden sei. Okay. Wenn dir von Geburt an gesagt wird, du seist Gottes Sohn, ist das nicht so eine stabile Basis für eine gesunde Erdung? Da bist du ein bisschen abgehoben. Und wenn du dann noch rumlaufst und sagst, ich kann Wasser zu Wein machen und ich kann übers Wasser laufen, vielleicht haben sie es nicht so gern gehabt. Meinst du, hast wegen dem gekreuzigt worden? Ja, nein. Halt dich für eine Verschwörung. Aber, ja. Ja, wir haben es vorher schon besprochen. Für heute hat er vielleicht einen YouTube-Kanal. Ja. Er wäre live. Fix wäre Jesus einmal pro Tag live gegangen. Aber, fix. Aber apropos Karfreitag. Erinnere mich an die grosse Peach Weber-Pointe. Achtung! Wieso dass der Karfreitag Karfreitag heisst? Weil man an Karfreitag nur Herdöpfel und Fisch isst. Also Karpfen und Kartoffeln. Genau. Das hat sich dann erweitert auf ein Karamellköpfli. Das ist ein bisschen sein Thurgau, das hast du auch schon mal erzählt. Ehrlich? Oh, wahrscheinlich im letzten Karfreitag. Aber es ist auch wirklich eine gute Pointe. Man kann Peach Weber Pointe nicht genug erzählen. Absolut. Büssi. Wie geht es dir? Mir geht es auch gut. Ich hatte einen Dreh gehabt im Wallis letzte Woche und habe gemerkt, ich verstehe die Leute nicht. Das hat jetzt aber nicht mit dem Walliser Deutsch gehabt, sondern es war im französischsprachigen Teil vom Wallis. Und ich habe wirklich mir eingestehen, es ist vorbei. Du merkst ja immer, wie es so leicht abnimmt, Schulfranzösisch. So am Anfang weißt, verstehst du noch einigermaßen, was sie sagen. Und mittlerweile ist wirklich, es ist, ich erzähle es genau so, wie es war. Ich bin dort angekommen, an den Ticketschalter müssen, um das zu drehen. Die sagt «Bonjour» und ich schaue sie an und sage «Hola». Und einfach aus Reflex und ich habe gewusst, jetzt, es ist vorbei. Okay, ja, wenn du nicht einmal mit Bonjour anbringst. Und es hat mich gleichzeitig geärgert, weil zum einen habe ich einfach wirklich scheinbar viel Zeit in meinem Leben für nichts im Französischunterricht verbracht. Zweitens habe ich gemerkt, ich werde alt. Du merkst, Sprachen werden, je älter du wirst, einfach schwieriger, auch zum Wiederlernen. Ich, entgegen anderslautenden Behauptungen in dem Podcast, bin ja erst 36. Ich will wirklich von euch daraus wissen, lohnt es sich noch? Also habt ihr schon mal mit 36 nochmal eine Sprache gelernt. Was willst du jetzt als Au-pair in die Westschweiz? Vielleicht. Mal schauen. Ich bin jetzt bei einer Familie, ich betreue die Kinder. Und dann immer am Morgen in Schule und am Nachmittag Hilfe im Haushalt. Nein, dann muss ich ja... Ich muss am Morgen, ist für mich schon ein Schimpfi, oder? Ein Schimpfi. Oh mein Gott. Das ist sehr lustig. Stefan, kannst du doch ein Buch schreiben? Stefan Büster, mein Jahr als Schimpfi. Okay. Nein, aber da würde sich wenigstens lohnen. Also weißt du, eine Sprache nochmal lernen, glaube ich, würde sich wirklich lohnen, wenn du siehst, mit was wir Zeit investieren jetzt. Ja. Also auf Netflix und YouTube und Zeug und Sachen. Ja. Wenn da eine Generation mal kommt, wenn irgendwann die Welt zusammenbricht und die Leute kommen zu uns und die Kinder kommen, ah, ihr habt doch das Internet gehabt, ihr wisst doch sicher alles. So, ja, mal gesehen. Ja, was habt ihr denn gemacht? Ja, nicht so viel. Wir haben Katzenvideos geschaut. Ja, aber eine Sprache gelernt? Nein. Nein. Manchmal ist noch ein Porno vorbeikommen.
So. Einfach so. Nicht. Im Internetbrowser durchgelaufen. Nichts haben wir gemacht damit. Ja. Und ja. Ja, es ärgert mich darum besonders, weil jedes Mal, wenn ich auf der, was ist es, glaube ich, A12 oder so, wo du von Bern runterfährst nachher, Richtung Lac Le Mans, und dann kommst du dort über Montreux rein und das ist einfach die wunderschöne Aussicht über den See und nachher geht es hinterher ins Wallis dort. Mhm. Das ist so eine unfassbar schöne Region, Suisse Romandie. Und ich kann nicht einmal mehr Bonjour sagen. Und das ist, also es ärgert mich wirklich fest, weil es wär wirklich schön. Und wahrscheinlich extrem lustige und gelassene Leute. Ja, die sind ja wie mir. Also weißt du, besoffen ab dem 10 und haben es lustig und sind auch ein bisschen daneben immer und anders. Das ist positiver Rassismus, einfach, was ich es auch gesagt habe. Ja, endlich darf ich das auch mal. Nein, das sogar, also geht mir genau gleich, oder? Schlimmste ist, wenn in so einer Gruppen unterwegs bist, wie jetzt für so einen Dreh, oder? Hat es ja dann immer eine oder einen, der es perfekt kann. Einfach schnell zwischen der Sprache hin und her und du stehst da und denkst, ja gut, ich habe dafür noch alle Otto-Kassetten aus den 90er Jahren auswendig. Aber das bringt mir jetzt auch nichts. Ich habe noch Peach Schwebowitz erzählen. Ja, oder? Ja, also ich habe mit der Stefanie Heinzmann gedreht, die ja aus dem Wallis ist. Ja. Mhm. Und dann habe ich so gedacht, gut, die muss es ja können, weil es ist der gleiche Kanton. Ja. Und dann hat sie gesagt, ey, keine Chance. Du glaubst nicht, wie gross der Röstigraben im Wallis ist. Das ist wirklich, also ich habe dann so das Gefühl gehabt, okay, ich bin ja safe. Also ich meine, als Zürcher bist du ja weit weg von der Romandie, das kannst du noch einigermaßen rechtfertigen. Aber innerhalb vom gleichen Kanton können sie es nicht machen. Wow, einfach das ganze Geld im Bildungssystem für Französischlektionen ist einfach zum Fenster raus. Ja. Wirklich. Ja. Apropos Regionen, die man nicht versteht, St. Gallen. das ist ein böser Blick vom Abend. Medien haben ja schon im Vorfeld ein bisschen, ganz wenig, über die Krawall in St. Gallen und eine mögliche Eskalation aufmerksam gemacht, um nicht zu sagen, sie haben sie richtig schön angeführt. Und haben dann, was passiert ist, auch schön mit Live-Ticker und im Extremfall sogar mit einem Livestream direkt von der Front berichtet. Ja, das ist ein super Geschäftsmodell, oder? Zuerst machst du auf Krawall aufmerksam, oder? Du hast den Event promoten. Ja. Yeah. Und nachher berichtest, wenn es passiert und bist überrascht. Super. Nein, echt, die sind zu pflegen. Nein, das ist auch mehr so ein Veranstaltungskalender und nicht Journalismus. Oder? So Übrigens, am Freitag ist dann Klöpfti weg zu St. Gallen, aber mit Stein. Kommen alle schauen und am besten mitmachen. Dann am Samstag machen wir weiter. Es ist wirklich so. Unglaublich. Osterkrawalle präsentiert vor 20 Minuten. Ja, das ist wirklich so. Ah. Und dass der Journey, der dort gestanden ist, von dem einen Magazin, Online-Magazin, nicht nur eine schusssichere Weste und einen Helm angehört, ist gerade alles gewesen. Frontbericht, so Embedded Journalist. Ja, also jetzt schalte ich direkt ab Front. Ja, da hört ihr mich. Ich bin live. Ja, sind wir. Ja, da ist jetzt gerade ein Kübel umgestoßen. Was? Nein, ich höre, der Kübel ist schon umgestoßen. Ich gebe zurück ins Studio. Etwa so, oder? Hat wirklich nur noch gefällt, dass könnt ihr das noch anzünden? Ja. Das sieht ein bisschen besser aus. Dann haben wir auch ein bisschen mehr Klicks. Unbedingt, ja. Okay. Oh, warte. Ja. Aber ich meine, das ist eine philosophische Frage auch. Wird randaliert, wenn es nicht einen Live-Ticker oder einen Livestream darüber gibt? Das ist eine gute Frage. Meinst du, dann hätte es gar nie stattgefunden? It didn't happen if it wasn't on Instagram, oder wie sagt man das? Naja. Wenn am Sonntag dann nichts passiert ist, haben ja die verzweifelten Reporter wirklich schon angefangen, Molotow-Cocktails selber verteilen. Ja. Und einfach zu irgendwelchen jungen Leuten anderen gesagt, da willst du etwas schmeißen. Ja. Am Sonntag ist nichts passiert, am Montag schreibt oder respektive Titel jetzt 20 Minuten trotzdem dritte Krawallnacht. Mhm. Aber es ist nichts passiert. Ja, nichts, wirklich. Einfach nichts, oder? Und das ist ja so, ich weiß. Die Journalisten, es kommt einem vor, dass seit der Trump weg ist, brauchen sie dringend etwas, was darüber können berichten. Ja, unbedingt. Gut, wir könnten das im eigenen Haus ja auch ein bisschen machen. Oder? Wir könnten irgendwie ein neues Format kreieren. SRF bei den Leuten, mein Protest, dein Protest. Wir könnten auch ein Happening daraus machen. Warum nicht? Nein, echt. Es ist so. Ich habe mich grausam aufgeregt. Okay. Mega. Ja. Mega. Und ja, zum Beispiel, wirklich, wenn es nicht lässt, passiert wirklich auch nichts. Also ja, gestern, Sonntag, habe ich die News nicht gelesen und anscheinend hat die Polizei Leute am Bahnhof abgefangen etc. Da habe ich nicht mitbekommen, ich habe gar keine News konsumiert. Also der Sogeffekt der Medien funktioniert, glaube ich, schon. Und es hat auch nicht so viele Leute nachher dort gehabt. Ja, also versammelt haben sie sich ja schon vorher via Social Media. Das ist ja schon, also es ist ja nicht erfunden worden von den Medien, das nicht. Aber es ist klar, es ist extremst gepusht worden. Also gerade 20 Minuten, wir können es ja wirklich da gerade beim Namen nennen, hat im Vorfeld wirklich so fest darauf aufmerksam gemacht, dass natürlich die Jungen, wo die Zeitung wahrscheinlich noch fast als einzige wirklich konsumieren, natürlich dann auch gewusst haben, okay, da geht etwas ab in St. Gallen. Die meisten sind ja einfach ein bisschen zuschauen. Also es sind ja nicht... Das, ja, es ist ja unter dem Deckmantel Corona
Corona-Massnahmen Demonstration gelaufen, aber wenn man dort gesehen hat, also die sind vernünftig, wirklich die meisten mit Masken dort gestanden. Also ich sagte, ich verstehe, dass die einen Ausgang wollen. Wirklich, ich mag mich nicht über die Jugendlichen aufregen, die dort sind protestieren gegangen. Die sind vernünftig gewesen, die haben wieder mal Leute gesehen, die haben wieder mal rausgewählt, die haben wieder mal etwas machen. Die sind, also jeder einzelne von denen ist mir lieber als irgendwelche Idioten, die dort in Liestl und weiss ich was mitgelaufen sind. Wirklich, jeder einzelne. Und die meisten Jugendlichen sind ja nicht dort gewesen, oder? Die sind nicht einmal auf dem roten Platz gewesen. Denn von den meisten, die dort gewesen sind, die sind alle friedlich gewesen und haben sich, wie du sagst, an Corona-Regeln gehalten. Und dann hat es ein paar gehabt, die Krawall gemacht haben. Die aber auch drauf aus sind. Also die sind auch ausgerüstet. Das sind auch die, die dann am 1. Mai plötzlich wieder in Zürich sind und beim nächsten Ding sind sie dann in Bern. Und weiss, das sind Krawalltouristen. Und es ist mitnichten, es ist wirklich mitnichten eine politische Demo gewesen. Auch wenn da Massnahmenkritiker jetzt gern so sehen und sie so die Jugend als Speerspitze von ihrer Bewegung sehen, nein, sind sie nicht gewesen. Und mich nimmt schon ein Wunder, wenn die Massnahmenkritiker jetzt die Krawall so feiern, ob sie es leis finden, dass Lädeli kaputt gehen von Leuten, die genau darunter leiden. Restaurant, Lädeli von Leuten, die zumachen mussten. Ist ein bisschen ein Widerspruch. Absolut. Was mich wundern würde, ist, also, ihr habt ja den Ausschnitt oder einen Teil von dem Livestream auch gesehen, der auf 20 Minuten gelaufen ist, wirklich, wo der Reporter wo wirklich kaum einen geraden Satz hat können sagen, oder wo irgendwie dort umgegangen ist und irgendwelche 14-jährigen Buben befragt hat und dann versucht hat, noch ein bisschen ins Maul zu legen, wie er sie jetzt randaliert. Ob der Dude dann irgendwann zu Abend spät heim ist, ins Bett gelegen ist und gesagt hat, leck, habe ich heute einen geilen Job gemacht. Leck, habe ich heute die Schweiz informiert, so wie sie muss. Leck, habe ich heute guten Journalismus gemacht. Ich fürchte ja. Leider. Aber falls er das gehört, nein. Ich habe als junger Reporter, ich bin mit 19 zum Blick gegangen, habe ich auch Geschichten gemacht, die ich heute nicht mehr machen würde. Da finde ich, muss man den, ich schätze, der ist nicht viel drüber, der dürfte bei dem Alter gewesen sein. Aber da gibt es ja Leute, die in der Verantwortung sind. Und die haben meiner Meinung nach komplett versagt. Vor allem, das kann einem also wirklich, wenn alles mega dumm läuft, kann einem das mal passieren. Man macht das als Experiment und so. Aber dass man es in der Nacht drauf wieder macht und nochmal macht, dann zeigt es einfach, okay, die haben offensichtlich nichts gelernt. Und das gibt halt Klicks. Ja, und ich finde es extremst bedenklich, wirklich betrunkene Jugendliche ohne Verzehr, ohne Gesicht verpixeln, ohne nichts, einfach vorführen. Wenn so Zeug geht um, die Leute suchen irgendwann eine Lehrstelle und dann liegt es dann nicht an Corona, das kann ich bekommen. Ja, oder haben eine und der Lehrmeister sieht das. Ja. Ja. Aber das Problem ist, am Ende des Jahres geht es nur darum, wie viele Unique Clients hast du auf deiner Website? Dass du kannst sagen, schau, so und so viele Millionen Leute haben im Laufe des letzten Jahres auf 20 Minuten geklickt. Es geht nur um das. Ja. Es fragt niemand, wie gut ist die Qualität von dem Journalismus oder so, sondern die nachher Werbung machen oder, und ihre Werbung schalten auf 20 Minuten, die wollen wissen, wie viele Millionen sind, Klicks haben die drauf gehabt. Und die Klicks werden mit so Zeug halt einfach hervorragend geholt, oder? Dann stellt man halt mal irgendeinen 14-Jährigen bloß. So what, oder? Und das ist Himmel drauf. Das ist unter allem. Am Schluss ist schon auch halt ein grosser Teil auch Selbstverantwortung bei uns. Also eben, solange Leute natürlich auf das klicken, werden sie es auch weitermachen. Also es liegt auch an uns. Und vor allem die entscheidende Frage haben sie gar nicht beantwortet. Nämlich. Wo in St. Gallen gibt es jetzt den besten Ausgipfel? Das kann dir Aaron sagen. Ja, sag's. Ich wüsste es nicht einmal, ehrlich gesagt. Wohnst du dort? Ja, ich bin nicht ein Ausgipfeltester, du bist ein Ausgipfeltester. Dann muss ich mal nicht Ostschweiz. Der beste Impfstoff, den gibt es in den Impfzentren. Das ist auch so ein grosses Thema. Vorausgesetzt. Vorausgesetzt hat es offen. Es hätte ja jetzt. Eine Zeit hätten wir ja jetzt gehabt, jeden Tag. Impfstoff hätten wir auch gehabt. Seit dem 1. April ist der grosse Lieferung gekommen. Aber dann haben wir gesagt, Ostern, jetzt machen wir mal Pause. Machen wir mal frei. Ja. Ist ja nicht so dringend mit dem Corona-Zeug. Ja, da ist halt, gell, wenn Jesus sein Tod wichtiger ist als dem Opa sein Leben. Ja. So war etwa der Entscheid. Aber es ist so, Pandemie macht Pause, das wissen wir aus Deutschland, zum Beispiel an Ostern, an Auffahrt, an Weihnachten, an Geburtstag, macht Pandemie immer Pause. Ja. Nein, es ist ein Witz, oder? Alle hätten frei und hätten Zeit, um sich impfen zu lassen, und dann sagen wir, nein, machen wir nicht. Ja, vielleicht hätten sie Jesus am Kreuz retten, aber sie haben gesagt, nein, sorry, wir haben Ostern. Genau, wir haben jetzt gerade Zeit, mich da abzuhängen. Ich habe Ostern kurzzeitig in der Permanence verbracht. Oh, so what? In so einem 24-7-365-Tag medizinisch Betreuungsort. Weil es war Samstag und ich hatte ein kleines medizinisches Problem, kann ich jetzt nicht näher darauf eingehen. Es ist nichts Schlimmes, aber ist gleich. Und danach bin ich dort hin. Und dann dort vorne aus wirklich eine Schlange für Russen, oder? Und bin ich, alles in allem, habe ich 5 Stunden gebraucht,
bis ich angestanden, dann einschreiben, bla bla bla, als ich draus war und alles. 5 Stunden. Und irgendwann im Verlauf des Anstehens und allem, respektive dem ganzen Prozess, habe ich dann gemerkt, wieso? Weil die dort in dieser Permanence einfach, ich sage jetzt Notfälle, das sind noch kleine Notfälle, wenn du selber noch gar nicht hören und Covid-Leute, die sich auf Covid testen lassen und Leute, die Covid-Verdacht haben, dass man die nicht trennt voneinander. Oder? Sondern vor mir ist eine Frau 2,5 Stunden in einer Schlange gestanden. Die hat den Fuß kaputt gehabt, Bänderriss, irgend so etwas, hat sich so mit Stöcken so behelfsmässig gestützt. Hat 2,5 Stunden daraus gewartet, weil irgendein paar Iltis dort noch angestanden sind, um einen Covid-Test zu machen, weil sie irgendwo ins Ausland haben wollen. Das, die haben dann nicht sortiert. Also es gibt ja Testzentren. Ja, natürlich. Also, man muss nicht in die Permanence. Nein, ja, klar. Aber für die Permanence, oder, ist das natürlich auch ein riesiges Geschäft. Oder? Ja. So, ja, 10 Minuten schnell testen, 180 Franken, einen schönen Tag. Oder? Hey, und die Leute einfach unsortiert. Ich bin dann irgendwann nicht rein, musste in meinen Wartebereich warten, dort also ja, ich habe jetzt glaub, schon Symptome, ja, es geht nicht so gut. Einzig ich dort mit drin, oder? Und nein, ich dachte, okay. Alle die gleiche okay. Peter, ist alle nie gerührt. Ja, wirklich. Ja, aber das ist das Gesundheitssystem in der Schweiz. In der Regel ist es einfach mal, wenn du neu mit hier kommst, heißt es einfach, ja, tun Sie mal warten. 90% vom Gesundheitssystem ist warten. Nehmen Sie mal Platz. 100%. Ja. 100%. Du könntest ja 2 Stunden später kommen, du müsstest wieder 2 Stunden warten. Oder jetzt haben die ein Jahr lang Zeit gehabt. Da gehe ich doch online, gebe ein, wie ich heiße, was ich für eine Versichertennummer habe, was ich für ein Problem habe, schicke es ab und dann heisst es, also Sie können in 1 Stunde kommen, Sie können in 4 Stunden kommen oder Sie können... Oder gehen Sie am Montag zum Hausarzt? Mhm. Nein, kommen einfach einmal alle, oder? Und so. Und so ist es, dass die Impfzentren zumachen. Das ist einfach, es ist immer das Organisatorische. Wo, oder? Das ist die Menschen dort, die dort geschafft haben. Ja. Das sind alles super nette Leute, kompetente Leute. Aber denen erscheint es nicht. Es ist die Organisation. Genau. Oder? Ja. Oder auch ein Beispiel, das unsere Pandemie sensationell zusammenfasst. Heute komme ich daher. Ich will da unten am Selektautomat mir das Getränk rauslassen. Da bin ich an, komme an den Automat. Da hängt dort ein Schild. Ja, Automat wegen Corona außer Betrieb. Unten dran ein bisschen. Nächster Automat beim Empfang in der Lobby. Da bin ich wirklich 15 Meter zum Empfang in der Lobby gelaufen. Dort steht exakt der gleiche Automat. 1:1. Das gleiche Gerät. Ich das Münze reingelassen und das Getränk rausgezogen. Das Problem, also Massnahmen, fasst das einfach zusammen. Eben, genau das ist das Problem an also Massnahmen, die wirklich sinnlos sind, und von denen gibt es leider wirklich viele, dass die Leute dann das Gefühl haben, es ist doch eigentlich alles egal. Und so auch vergessen, dass das Virus eben nicht ein Spass ist. Aber weil halt viele Fehlentscheidungen gefällt werden, wird den Leuten gleichgültig und sie haben das Gefühl, so schlimm kann es gar nicht sein. Oder? Das ist so. Und das ist einfach verheerend. Und da haben ganz viele Leute versagt. Und eben das mit diesen Impfzentren. Und wie du richtig sagst, es ist ein Organisationsproblem. Und ich habe mich so aufgeregt gestern. In der Tagesschau sagt einer, der für eben die Impfzentren zuständig ist, ja, man muss eben sehen, das Problem ist ein bisschen bei den Leuten, weil die müssen Termine vorher wissen. Also weißt, da ist man nicht so flexibel. Die wollen 3-4 Tage vorher wissen, wenn sie ihren Impftermin haben. Bullshit. Weißt du, wie viele Leute würden einfach freiwillig vor das Impfzentrum stehen und sagen, da, gib mir die hohe Spritze. Jetzt? Und dann füllst du nachher aus, wer es genommen hat. Ja, eben, wenn südafrikanische Milliardäre in der Schlange hast. Nein, wirklich. Dann wollen die Leute. Einfach immer so tun, als wär's beim Endkonsument das Problem, wenn einfach du deine Organisation nicht im Griff hast. Absolut, es ist nur das. Ja. Es ist nur das. Ja. Weißt du, was gibt es auch weiterhin nicht in den Impfzentren? Was? AstraZeneca. Ist das so? In der Schweiz auch? Ja, in der Schweiz immer noch nicht zugelassen. Okay, hast du gar nicht zugelassen? Nein, nie zugelassen. Wir haben Moderna... Hätten wir es nicht mal kurzfristig gehabt? Also jetzt können sie so jetzt zu. Bin ich plötzlich weißt, unsicher. Jetzt können sie so zu. Als, nein, aber jetzt nicht mehr. Also vielleicht haben sie ihn zugelassen, aber sie haben ihn nicht bestellt. Ja, so. Also jetzt können sie so tun. Also, wir haben sie immer ein bisschen gewusst und so. Wir wollten abwarten. Ja, also, genau. Aber in Taten waren, haben sie einfach geschlafen mit der Organisation. Nein, gut, da muss man Swissmedic in Schutz nehmen. Die sind wirklich mitunter bekannt, die härtesten in ganz Europa zu sein. Jawohl. Bei Medikamentenzulassungen. Also, okay. Wo die den Pfizer-BioNTech zugelassen haben im Originalverfahren, also so wie jeder Stoff zugelassen wird, sind diverse Länder direkt nachzogen, weil sie gewusst haben, ja gut, wenn es die zulassen, dann ist es schon safe. Also, das ist tatsächlich so. Aber AstraZeneca, wo vor allem eben in Deutschland und so recht Schlagzeilen gemacht hat, mit ein paar ganz, ganz wenigen Fällen auf Millionen Impfungen, man muss es immer wieder sagen, die haben jetzt gefunden, vielleicht müssen wir marketingmäßig einiges besser machen, nachdem wir komplett versagt haben. Wir nennen uns jetzt einfach neu Vaxzveria.
Vax Zevria tönt wie so eine kolumbianische Latin-Pop-Sängerin, oder? Schwester von der Shakira. Schwester von der Shakira, Vax Zevria, oder? Ja, Moment, warte mal. Vax Zevria? Ah, so heisst das Kindsgiftspönli von meiner Tochter. Die Eltern sind recht vogue und erziehend geschlechtsneutral, glaube ich. Ja. Hat es nicht zuerst einen anderen Namen gehabt? Haben sie es nicht zuerst Thromboson genommen? Vax Zevria. Hauptsache, du kannst es nicht sagen, wenn du mit dem Arzt darüber redest. Oder wenn du fragst nach dem Impfstoff. Ich hätte gerne das Wachs-Dings da. Nein, oder eben nicht. Weißt du, weil die Leute ja Angst haben. Ah ja, klar. Ja, natürlich. Ja, ist es da so von AstraZeneca? Ja. Nein, rein mit. Vielleicht müssen wir einfach sonst so alle gefährlichen Sachen umbenennen, damit sie nicht mehr so gefährlich tönen. Ja. Meine Ex-Freundin nenne ich zum Beispiel konsequent Reto. So gefährlich war. Ja, hast du. Gut, ich mache das ständig, oder so, Arno? Aron. Ja, du Sack. Aber ich meine, Rebranding nervt. Ja. Es nervt. Ich vermisse Diax. Ich telefoniere immer noch mit Diax. Ich könnte erzählen, was wir wollen. Da, unser Haus übrigens ist auch sehr gut im Rebranding. Immer wieder mal. Immer gern. Mal SF. Es ist durchaus denkbar. Nein, ist es nicht. Dass es noch SIM-Karten gibt, wo noch Diax draufsteht. Meinst du? Nein, die sind ja kleiner geworden. Die sind ja kleiner geworden. Ja. iPhone, ja. Samsung und alles Mögliche. Ja. Keine Ahnung. Gut, also ist alles gut. Du hast immer für kreative Einschübe, darfst du dir jederzeit Zeit nehmen, jetzt als Kulturpodcast sowieso. Ah, natürlich. Ja. Danke vielmals. Es muss auch nicht Sinn machen. Es ist das macht, ja, das ist gut. Dadaismus. Bei dem Impfstoff kann man sagen, zu Risiken und Nebenwirkungen fragen Sie Ihren Arzt oder Anwalt. Ja, oder gehen Sie permanent. Genau. Gut, Sie hätten den Impfstoff auch können die Mitte nennen. hätte ja dort irgendwie funktioniert. Oder Armdraht Seneca. Oh Gott. Es haben doch Kollegen von «Gemischtes Hack» doch umgetauft, ja. Oder? Der Lobrecht und der Schmidt haben gesagt... Wie war denn? Ja, man muss einen cooleren Namen. Sie haben dann irgendwie AC 3000 daraus gemacht. Oder Batman. Ich hätte gerne Batman. Batman. Oder irgendwie lustig. Fährt der Batman nicht ein Elektroauto? Weiß es nicht. Weiß nicht. Turbine. Nicht sehr Elektro. Okay. Wäre einfach gerade eine wunderbare Überleitung auf das nächste Thema. Es sind noch nie so viele Elektroautos verkauft worden wie im letzten Jahr. Aber was so ein bisschen fehlt, sind die Ladestationen für Elektroautos, gerade in der Stadt. Die Autobranche sagt, das ist ja so ein bisschen die Schuld von dieser rot-grünen Politik. Die Autobranche? Ja. Okay. Ich war mal Teil von der Autobranche. Ja, man sagt, du bist die Autobranche gewesen, eigentlich. Also du bist so ein bisschen die fleischgewordene Autobranche. Der Chapeau von der Schweizer. Nur weil er ein bisschen Pneu hat, musst du jetzt nicht Was für ein Hurensohn. Ich habe auch mal in dieser Branche gekauft. Und die Autobranche hat, glaube ich, irgendwie nicht, dass die Grünen einfach per se kein Auto in der Stadt wollen. Egal, ob jetzt die mit Strom betrieben sind oder mit Benzin. Die wollen einfach kein Auto in der Stadt, deswegen hat es ja keine Ladestation. Ja, Stau ist ein bisschen mühsam, ob Elektro- oder Benzinauto. Ja. Spielt nicht so eine Rolle. Spielt keine Rolle. Oder? Aber ja, ich glaube, das Stromproblem kann man ja easy lösen. Es gibt ja sicher genug Dieselgeneratoren, die man aufstellen kann. It's funny, because it's true. Wenn die Formel E, wo die auf Zürich gekommen ist, oder, haben sie die Formel E-Auto mit Dieselgeneratoren geladen. Ja. Weil die Stadt quasi nicht genug Strom zur Verfügung stellen konnte. Aber sie haben dafür noch einen Baum gepflanzt im Kindergarten. Ah, cool. Das ist dann wieder gut. Die Rot-Grünen sind ja in Sachen Ladestationen sowieso eher so ein bisschen Schwachstrom. Jetzt wieder die grossen Wortspiele von Stefan Büsser. Die ganze politische Diskussion ist eh mega aufgeladen. Wow. Das ist so schlecht, der könnte von mir sein. Die Rot-Grünen ziehen die E-Mobilität den Stecker. Hast du früher den Stau von Gotthard, jetzt den Stau von der Ladestation. Ich muss daran erinnern, wir sind ein Kulturpodcast. Ja, bitte, Herr. Okay. Ein bisschen Niveau. Drei Jungs, die nicht mal wissen, wie man Niveau schreibt. Aber gut. Das spielt keine Rolle. Du fährst Elektroauto? Ja, und ich lasse die Heim auf. Also, vermisst du manchmal Ladestation in der Stadt? Nein. Aber du wohnst ja nicht in der Stadt. Nein, aber ich habe auch, als ich in der Stadt gewohnt habe, ist die Heim aufgeladen. Ja, aber wenn du in der Stadt wohnst, brauchst du ja auch kein Auto. Ich komme darauf an. Hast du ja alles. Ja, nein, es gibt schon Leute, die in der Stadt wohnen und ein Auto brauchen. Wer? Aus beruflichen Gründen. Ja, gut. Ja. Oder wie sie wollen. Hä? Wie sie es wollen. Oder wie sie es wollen. Das ist immer noch ein Grund. Ja, also gut, aber es macht keinen Sinn. Du kannst sagen, das macht in einer Stadt nicht mega Sinn. Für mich macht es auch keinen Sinn, im FC zu sein. Aber ganz ein Haufen Männer und Frauen in diesem Land sind im FC. Ich sehe keinen Sinn hinter dem. Oder? Aber
Das ist doch so, oder? Wenn du natürlich in der Stadt wohnst, dann hast du häufig in einer grösseren Stadt hast du dein Auto in der blauen Zone oder irgendwie so und hast keine eigene Garage oder keinen fixen Parkplatz. Viele haben das nicht. Ja. Und dort wäre es natürlich schon schön, wenn du das Elektroauto könntest, aufladen. Genau, also wenn du das siehst, nein, aber du siehst ja zum Beispiel in Holland, wenn du zu Amsterdam am Flughafen rauskommst, dann hat es eigentlich praktisch nur Teslas in der Warteschlange bei den Taxis, weil eigentlich alle Taxifahrer fahren Tesla, weil du überall Ladestationen, eigentlich bei jedem öffentlichen Parkplatz, hast du eigentlich eine Ladestation. Mhm, oder? Also es ist eine kleine Säule, die aus dem Boden rauskommt, so, statt dass man Parkuhren aufstellt, steht man dann eine kleine Zapfsäule auf. Mhm. Ja, also man kann es schon machen, wenn man will. Und wenn man natürlich als Stadt sagt, wir setzen uns für grün ein, Elektroautos sind ja per se nicht mega grün, allein in der Herstellung und in der Entsorgung etc. Ja. Aber immerhin bist du irgendwie vom Erdöl weg. Das ja, und vor allem, sie werden grün mit der Zeit. Das wird ein Erdölauto nie, oder? Mhm. Also je länger dass du fährst, desto grüner wird es. So. Oh, das ist ja die müßige Diskussion, oder? Ich sage immer, es ist sicher grüner. Oder? Aber es ist nicht perfekt. Aber es ist nicht perfekt. Natürlich, also, ja. Von CO2-Neutralität sprechen im Zusammenhang mit einem Elektroauto oder von einem sauberen Auto, das stimmt einfach nicht. Mhm. Nur weil hinten nichts rauskommt, heisst es nicht sauber. Aber es ist sicher viel, viel besser als jedes Benzin- oder Dieselauto. Aber manchmal habe ich schon das Gefühl, es wird ein bisschen zu fest so, wie sagt man, in die grüne Ecke geschoben. Was es eigentlich per se nicht ist. Mhm. Mhm. Ideologisch aufgeladen. Ja. Ich meine, das Grundproblem ist einfach die Mobilität. Dass sich jeder will sich von A nach B bewegen, möglichst viel und dann, wenn er will. Ja, das ist das Grundproblem. Ja, also, das ist ja grundsätzlich auch nicht einzuwenden. Ja, nein, ist nicht. Aber wenn man will ökologisch etwas machen, müssen wir unsere Mobilität einschränken. Punkt. Also dann musst du auch nicht auf Thailand Surfferien machen oder Backpacking oder irgendetwas oder einen T6 kaufen. Also du musst dich einfach weniger bewegen. Da bist du natürlich in der Luxusposition, weil warum soll man auf Thailand gehen, wenn man zu den drei Weihen rauf kann in St. Gallen? Oder? Das ist richtig. Wunderschön dort. Das ist fast das Gleiche. Das Phuket von der Schweiz. Das ist wirklich schön dort oben. Das ist wirklich schön. Das ist eine von meinen allerersten, apropos Jugendjournalismus-Sünden, eine von meinen allerersten Aufträge, als junger Journalist war ich bei den drei Weihen oben, habe ich ein Porträt gemacht von Pierre und Vinzenz. Hat auch nicht so gut geändert. Schlecht gealtert. Sind nachher noch eine nette Show geschaut? Nein. Aber das ist mir jetzt nur wieder in den Sinn gekommen, wegen den drei Weihen. Naja, anyway. Kannst du überhaupt noch erzählen, was du früher gemacht hast? Ist das noch leitlinienkonform von SRF? Oh, das wäre jetzt eine gute Frage. Habe ich die drei Weihen geliked? Gibt es eine Facebook-Seite von denen? Ich weiß es nicht. Schwierig. Und der Pierin Vinzenz ist befreundet mit. Ja. Nein. Du hast gerade befangen. Wahrscheinlich, ja. Ja, es hat eine neue Leitlinie gegeben, nicht nur eine neue Organisation. Ja, also nicht nur, dass wir jetzt bei der SRF Kultur sind, vielleicht haben das auch gelesen. SRF hat eine neue Leitlinie gemacht. Also künftig, wenn wir euch und eure Kommentare nicht mehr liken, nehmt es nicht persönlich, nehmt es geschäftlich. Das hat wirklich mit neuen Leitlinien zu tun, die SRF rausgegeben hat. So darf zum Beispiel nur noch in die Comedy- und Unterhaltungssendungen geflucht werden. Was ist mit Kultursendungen? Aha. Schwierig. Wir sind ja ein Mischmasch, wir sind ja Comedy-Kultur. Okay. Also, dort darf nur noch geflucht werden, die anderen Formate nicht mehr. Werbespots oder Zusammenarbeit mit Sponsoren ist nicht erlaubt. Und selbst beim Liken auf sozialen Netzwerken muss man künftig als SRF-Mitarbeitende vorsichtig sein. Zum Beispiel Sportjournalistinnen und Journalisten sollten darauf verzichten, Inhalte von einzelnen Sportlerinnen und Sportlern oder Teams zu liken oder zu teilen, wenn sie über die entsprechenden Sportarten berichten. Ja. Okay. Also, wir dürfen nicht mehr liken, wir dürfen nicht sharen, niemandem folgen, aber immerhin dürfen wir da in diesem Format noch fluchen, oder? Hure Gott, verdammt ist ihr! Ihr hure Drecksiltis. Also, wir dürfen niemandem mehr folgen. Also Mami darfst du noch folgen. Ah, okay, ja. Dann ist gut. Ja, das darfst du noch. Das ist gut. Aber warte jetzt mal, Sportjournalisten sollten ja auch niemandem folgen, der jemandem folgt, der Sportler ist. Weil das ist ja schon hure nah. Da bist du ja schon irgendwo im Dunstkreis vom Sportler drin. Ja. Ich bin gestern 2 Kilometer joggen. Jawohl. Jetzt natürlich die grosse Frage, darf der Rainer Maria Salz geben, mir eine Folge oder nicht? Ja, nur wenn er natürlich über Marathonlauf und 2 Kilometer Kurzstrecke
Kürzeststrecke. Wenn ihr dort darüber berichtet, dann ja. Ja, und es ist ja SRF intern. Wir dürfen ja uns in dem Sinne ja nur noch gegenseitig folgen. Gegenseitig dürfen wir ja. Okay. Es ist so, ein mediales Perpetuum mobile. Und schlafen miteinander SRF intern, dürfen wir Nein. das noch? Das dürfen Verboten. Wir nicht mehr. Bist du befangen? Ja, alles klar. Also, befangen oder gefangen? Was ist mit denen, die schon geheiratet sind? Ist das rückwirkend? Oder müssen die sich trennen? Oder was passiert da? Hey, weiß es nicht. Mal gehen wir haben ja auch aufgehört jetzt mit diesen Comedy-Empfehlungen, die wir früher gemacht haben. Genau. Wenn wir schon gewusst haben, dass wir kommen. Man muss es ganz klar sehen. Wenn jetzt zum Beispiel ein geschätzter Gast aus dem Podcast, der Fabio Landert, ja. ein neues Video online tut, dann dürfte es der Büssi nicht liken. In der Theorie. Ja. Ich werde es logischerweise weitermachen. Ja, natürlich. Ja. Irgendwo Lutze. Hallo! Ja. Ein riesen Rebell. Und, ja. Stefan Büsser, sein Buch «Stefan Büsser, wie ich mit einem Like die Revolution ausgelöst habe». Jetzt liked Stefan ja. Büsser. Ich like immer noch, was ich ja. will da! Ja. Nein, aber es wird ja schwierig für Sportreporter, oder? Also so rein Berichterstattung, Live-Berichterstattung ist dann total nüchtern. Mhm. Total, keine Emotionen mehr, ja. nur noch Resultat, Fakten, keine einzige Emotion mehr. Nichts. Der Hansi Ucker geht nicht mehr, Bernie Scher geht nicht mehr. Ja, Bernie Scher wird pensioniert in einem Monat. Ja. Also, darum haben wir so lange gewartet, um die Leitlinie zu machen. Ja, der Roger Federer, ui. Nicht mehr der Roger und du, nur noch der Roger. Ja, ja. Wahrscheinlich ist es das. Gut, Bernie hat, glaube ich, gar kein Social Media. Für ihn ist das nicht das Problem. Nein, das stimmt. Er liked noch im Wahrheit. Gut, er hat die Nummer vom Roger Federer. Wenn er ihm will sagen, I like you, dann schreibt er ein WhatsApp. Dann schreibt er ein WhatsApp. Das ist natürlich schon. Das ist ja dann nicht stimmt. Das darf man dann wahrscheinlich wieder. Ja. Sind die Leitlinien in die Richtung gegangen, wie du dir gewünscht hast? Stefan, die Neue? Da muss ich jetzt sehr diplomatisch antworten. Nein, auf keinen Fall. Okay, ja. Nein, ich finde sie ziemlich bescheuert und ich sage das gerne auch öffentlich, weil ich es erstens intern schon gesagt habe und da ja sicher auch weitere Diskussionen werden folgen. Für mich machen sie keinen Sinn. Mhm. Für mich lässt es so ein kleines Gefühl vor, dass haben die Leute entschieden, die wahrscheinlich selber jetzt nicht so oft auf Social Media unterwegs sind, auch nur schon, wenn man dann weiss, wie ein Algorithmus funktioniert, zum Beispiel. Also, wenn du ja nichts mehr likest, dann wird dir auch das nicht mehr angezeigt. Also, wenn jetzt eine Sportreporterin oder ein Sportreporter nichts mehr liked aus dem Bereich Tennis, wird er oder sie nichts mehr angezeigt bekommen aus dem Bereich Tennis. Also, schränkt ihn oder sie das auch wahnsinnig fest ein im Job. Also, das macht einfach keinen Sinn. Plus, ein Like heisst ja noch nicht, dass du wegen dem befangen wärst oder dass du wegen dem mit dieser Person sympathisierst. Ich folge auf Twitter diversesten Leuten, wo ich äußerst anderer Meinung bin in eigentlich allem, was sie twittern, aber ich bin interessiert an anderen Meinungen. Das heisst noch lange nicht, dass ich wegen dem nachher irgendwie befangen wäre. Im Gegenteil. Mich interessiert es, weil ich gerne streite, weil ich den Dialog gerne habe, weil ich mich mit anderen Meinungen möchte auseinandersetzen. Und diese Regeln, würde mir das, wenn man sie wirklich konsequent umsetzt, und ich glaube nicht, dass sie das können, weil dann musst du nur 20 Leute einstellen, die einfach unsere Kommentare überwachen, was ein Witz wäre. Darum wird das nicht funktionieren. Mhm. Also, dass es gerade so in der Unterhaltung oder im Sport sehr schwierig ist, und das kann ich nachvollziehen. Wo ich es aber durchaus kann, könnte verstehen, ist im ganzen Infobereich. Info- und Politikbereich. Oder? Dass halt Wirtschaft. Ein Arena-Moderator irgendwie offen, aber ich kann mir fast nicht vorstellen, dass sie das dort jetzt schon machen. Dort hat es schon immer strengere Regeln gegeben. Also, weißt, für sämtliche Nebenbeschäftigungen etc. Weil das ist ja wie klar, dass der Sandro Brotz nicht den Account von der ABB liken oder also weißt, jetzt einfach für ein random Beispiel. Oder eine Partei liken. Sehen wir mal, wer alles ich glaube, er ist im Moment ja gerade nicht auf Social. Er hat das Problem vorgängig gelöst. Wahrscheinlich. Nein, ich finde die Regeln falsch. Aber ich finde, es zeugt ja auch von einer Größe vom Haus, dass wir da uns jetzt 5 Minuten darüber lustig machen können. Und das stimmt. Wahnsinnig. Und das auch ganz öffentlich mega sagen. Mega lieb. Mach mal das Kerzchen an bei den Nathalie, ihrem Bild. Unter dran, die Kerze an. Ja, wir haben hier einen kleinen Schrein. Nein, jetzt wirklich im Ernst. Also das ist etwas, was ich schätze an diesem Haus. Ja. Wir haben noch nie eine Vorgabe bekommen, über was wir reden dürfen oder dass wir Sachen nicht dürfen zeigen etc. Vorausgesetzt, ihr habt das jetzt gehört, was mir die letzten 5 Minuten gehabt. Das wissen wir jetzt noch nicht so. Das war sie, die letzte Ausgabe. Das ist der SRF Satire-Talk. Quotenmänner. Oh Mann. Präsentiert vom Stefan Büsser, Aaron Herz und Michael Schweizer. Online Karin Thommen, Distribution Hans-Jörg Bolliger. Ton- und Audio-Layout Benjamin Pogonatos. Projektverantwortung Susan Witzig. Weißt du, was mir gerade auffällt? Das neue Reglement ist am 1. April.
gemacht Nein. wurde. Du meinst, es zählt gar nicht? Meinst du, es ist wirklich ein ganz schlechter 1. April-Scherz? Ja, aber er war nicht der einzige schlechte 1. April-Scherz. Es hat ganz viele tolle 1. April-Scherze gehabt. Hört auf! Nein, echt, ich muss jetzt gerade als der das Briefing einmal erstellt für unsere Comedy-Autoren. Es war der Hass gewesen. Bei etwa der Hälfte der Themen sind Rückmeldungen gekommen. Das ist im Fall ein 1. April-Scherz. Ja. Du musst im Fall wieder raus. Und es sind nicht so offensichtliche Scherze gewesen, sondern so, hey, überlegt euch wenigstens ein bisschen etwas, wenn ihr euren April-Scherz überlegt. Nicht einfach, wir müssen einen 1. April-Scherz machen. Haben wir einen Praktikanten, der euch etwas machen kann? Nein. Mhm. Nein, hört ganz auf. Bissen gut. Es ist nicht geil. Wirklich, es gibt das Meme, das wahrscheinlich nicht stimmt, mit dem Zitat von Harald Juncke, einem ehemaligen deutschen Sänger, Showmaster, Schauspieler, der gesagt hat, ich hasse Silvester, dann trinke ich den Amateur. Ich weiss nicht, ob das stimmt, aber so geht es mir gleich. Ich hasse den 1. April, oder? Dort sind die Amateure lustig. Also wir sind ja auch Amateure, aber... Wir sind aber auch nicht lustig. Ja, stimmt.